Sie war die wichtigste Frau des Abends, die goldene Lola, der Deutsche Filmpreis. Im Berliner Friedrichstadtpalast versammelte sich alles, was im deutschen Kino Rang und Namen hatte, um sich und vor allem die Filme des vergangenen Kinojahres zu feiern. Die 1000 Deutschen Filmakademie wählten aus den unterschiedlichen Beiträgen die Besten des Jahres aus und machten so aus Nominierten gerührte Preisträger. Mit welcher Matron gehen Sie heute Abend hier? Worauf freuen Sie sich am meisten? Einfach auf einen schönen, entspannten Abend, eine nette oder tolle Show. Was ist für dich das Besondere hier am Deutschen Filmpreis? Ich glaube, dass die ganze Branche sich mal zusammen in den Raum setzt. Und was kommt raus, wenn man dann so einen ganzen Abend hier ist? Leute, die müde sind. Vielen Dank. Großer Abräumer des Abends war der Film Oh Boy. Er gewann in den Königskategorien Beste Regie und Bester Spielfilm. Aber auch die Filme Cloud Atlas, Hannah Arendt und More Than Honey konnten mit einer Lola nach Hause gehen.